Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Und zwar heute zu der Kobi 4806 mit dem kurzen und sehr prägnanten Namen namens USS Wahoo SS 238 Gato Class Submarine. Sage diesen Namen dreimal schnell nacheinander, ohne dich zu versprechen, und du bekommst von mir genau nichts. Auf jeden Fall, das ist ein Set aus 700 Teilen, wir haben keine Figur dabei, aus der World War II Serie. Es ist in der 1 zu 144 gebaut. Lasst euch davon aber nicht täuschen, deshalb ist es nicht klein, weil ein U-Boot ist nun mal auch ein wenig größer als ein Panzer. Hier sehen wir nochmal das U-Boot an sich. Relativ langgezogen, ist natürlich völlig logisch. Auf der wundervollen Rückseite haben wir nochmal das U-Boot an sich mit den Maßen, und zwar 66 cm lang. Und das ist natürlich überklebt, 15,5 cm hoch vom Ständer bis zur letzten Esse. Und hier haben wir, wie von Kobi typisch, nochmal ein schönes Schwarz-Weiß-Foto vom originalen U-Boot. Man hat die Fakten, die sich natürlich jeder Nerd, wenn er möchte, sofort hier nachlesen kann, indem er das Video anhält. Völlig kein Problem. Und auf der Unterseite haben wir wie immer nur die Warnhinweise. Und auf den Seiten haben wir ein paar Spielfunktionen, die hier gezeigt werden, die ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen muss. Die zeige ich euch ja sowieso noch im Video nach dem. Auf jeden Fall machen wir das wie gewohnt, keine Überraschungen. Ich zeige euch den Aufbau in verschiedenen Schritten, zeige euch, ob es Probleme gab, wo es Probleme gab, zeige euch das fertige Modell, stelle euch das Modell vor und gebe am Ende eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall haben wir hier die Anleitung schon mal. Die ist natürlich mal wieder in der EU gedruckt. Wir kennen das alle. Ich glaube, ich erzähle jetzt zum 100. Mal, dass eine Kobi-Anleitung ausgegraut ist und die restlichen Bauschritte nicht, sondern in Farbe dargestellt werden. Ihr seid Fans davon, wenn ich das wiederhole, oder? Das freut mich auf jeden Fall. Ich fange auf jeden Fall jetzt an zu bauen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit diesem Video. Und ein kleiner Fun-Fact noch: Ich habe das Set gebraucht gekauft, original verpackt, für 23 Euro mit Versand. Ich fand den Preis ganz gut. Mal schauen, ob es sich wirklich gelohnt hat. Und ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß mit diesem Video. So, Bauabschnitt 1 und damit auch Tüte 1 ist schon fertig gebaut und wir haben jetzt 54 Bauschritte hinter uns. Und ich muss sagen, Kobi ist ja eigentlich immer sehr, sehr farbtreu. Die nehmen nicht so sehr gerne irgendwie aus dem Rest der Kessel, der irgendwo steht, noch ein paar Farben, die sie reinballern in das Modell. Das habe ich bei Kobi noch nicht so erlebt. Und ich weiß auch nicht, warum sie das hier jetzt so, ich sag mal, so gemacht haben. Also jetzt zum Beispiel bei Panzern, da macht es immer Sinn, wenn da eine andere Farbe ist als die Außenfarbe. Zum Beispiel, wenn schwarz drin ist oder grau drin ist, dann hat das immer einen Sinn. Oder man markiert mal mit einem braunen Stein, wo die Sitze dann sind, und das soll so eine Lederoptik geben. Das macht immer Sinn. Hier haben wir Giftgrün und Dunkelgrün verbaut. Die sind zwar wieder farblich gleich, und das ist auch so das Einzige, wo in diesen Rest der Kessel gegriffen wurde, aber ich weiß nicht, warum sie das hier getan haben. Ich sehe den Sinn nicht. Vielleicht könnt ihr es mir ja mal erklären. Und auf jeden Fall sieht das dann halt so aus. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum sie das gemacht haben, aber wie gesagt, wenn ihr es wisst, erklärt es mir gerne. Oder haben die da einfach Reste verwertet? Das kann ja sein. Vor allen Dingen baut man hier immer mit sehr vielen Bruchsteinen und man baut quasi immer die Seite fertig, dann baut man die Seite fertig und am Ende hat man eben das Modell so. So soll es dann stehen, dieses längliche U-Boot. Und man baut quasi immer hier, dreht es um, baut hier mehr oder weniger spiegelverkehrt dasselbe. Und ja, wie gesagt, zieht das dann immer weiter in die Breite. Und irgendwann am Ende wird es dann eben aufgestellt und man hat das U-Boot. Dann haben wir hier noch diese Teile gebaut, die dann eben wahrscheinlich ans U-Boot mit rangebaut werden. Und dieses Teil gebaut, wo übrigens auch so ein bisschen Giftgrün verbaut ist. Wie gesagt, ich verstehe nicht unbedingt warum. Klar, das wird am Ende alles verdeckt, aber das muss eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach. Das gehört in den Kriegsmodell so nicht rein, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, weil es auch die ganzen Steine in dem Modell nochmal zum Beispiel in Grau gibt. Warum hat man sie dann nicht alle grau gemacht? Gut, da muss man rätseln. Auf jeden Fall komme ich dann zu Bauschritt oder Bauabschnitt 2. Bau den mir zu Ende, dann zeige ich euch den Fortschritt und so weiter und so fort. Es macht natürlich trotzdem Spaß. Auch wenn man hier diese Farbverirrungen hat, es macht Spaß, es ist Kobi-Qualität, da hat man keine Sorgen damit. Und die Bauanleitung natürlich völlig verständlich. Gut geschrieben. Wie gesagt,
Spaß ist da, aber das musste man mal ansprechen. Und nach nun 97 Bauschritten und Bauabschnitt Tüte 2 sind wir bei diesem Ergebnis gelandet. Ich muss sagen, man sieht natürlich schon, dass es das U-Boot wird. Wir haben es jetzt von unten, aber ich zeige euch das noch alles im Detail. Alles kein Problem. Wir verkleiden hier auf jeden Fall schön fleißig das U-Boot mit diesen Formteilen. Das kennen wir alle. Ich meine, anders kriegst du das natürlich nicht gebaut. Es hat eine richtig, richtig starke Länge. Also ich meine, so im Vergleich, ne? Das ist nicht gerade klein, sagen wir es mal so. Gut, über 60 cm lang, das wussten wir ja. Ich meine, 66 cm ist nun mal schon ein ganz schönes Stück. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, von unten. Und von oben sind wir bisher so weit. Logisch, da wird jetzt noch die Feinabdeckung mit Fliesen und die ganze Deko wird natürlich noch drauf gemacht. Wir haben dann hier schon mal angedeutet den Antrieb. Das finde ich sehr schön, so eine Art eben U-Boot-Schrauben. Finde ich sehr schön gelöst, gut gebaut. Hier hinten haben wir auch schon so eine Art Ruder, dem man eben die Richtung steuert. Sehr, sehr schick. Ich finde es auch schön, dass hier so schöne Übergänge drin sind. Das ist nicht eine glatte Fläche wie die meisten U-Boote aus Klemmbaustein. Da sind schöne Übergänge drin. Das ist richtig schön stufig. Und das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen, weil das hast du nicht überall, wie gesagt. Dann sehen wir hier natürlich immer noch ein bisschen Farbpest. Das wird hoffentlich dann noch schön verkleidet. Hier vorne haben wir nette Prints. Das sind alles Prints. Wie gesagt, auch sehr schön gemacht. Und ich kann nicht viel mehr dazu sagen bisher, weil dafür muss es dann mal fertig sein. Und wenn es fertig ist, kann ich dann wirklich erzählen, wie es ist. Ich meine, dass der Bau super ist und dass die Teile gut sind, das wissen wir bei Kobi. Das erzähle ich sonst zum 100. Mal. Und dementsprechend sehen wir uns dann auf jeden Fall, wenn es fertig gebaut ist. Und dann kommt meine Meinung. Ich muss sagen, der Aufbau und die Kommentare zum Aufbau haben mir nicht so wirklich gefallen. Deshalb habe ich die sehr kurz geschnitten, weil ich fand das zu uninteressant, zu unwichtig. Und habe dann gedacht, ich erzähle euch jetzt wirklich was direkt am Modell und kann euch das alles schön zusammenfassen, anstatt dass ihr euch jetzt was anschauen müsst, was ich selber für langweilig halte. Und im Endeffekt ihr dann keinen Spaß daran habt, weil das ist der Sinn daran. Ihr sollt Spaß daran haben. Ich will Spaß daran haben. Und ich lade nichts aus Krampf hoch, nur um was hochzuladen. Und dann mache ich das lieber so und jetzt richtig. Auf jeden Fall sehen wir das hier. Wir haben hier einen schönen Ständer, USS Wahoo. Das ist bedruckt hier. Schöne bedruckte Fliese. Bin ich ein Fan davon. Ich nehme das mal ab, das U-Boot. Eine schöne bedruckte Fliese. Wie gesagt, ordentliche Qualität. Der Ständer ist schön gebaut, ist straff gebaut. Die Fliesen sind nicht verkratzt oder ähnliches. Die sehen gut aus. Es ist eine ordentliche Konstruktion. Das hält nicht so wie bei der Sluban Nuclear Submarine. Das ist was Gescheites. Dann haben wir hier vorne auf jeden Fall die Waffe. Das ist ein riesiges Spielfeature. Und eines der einzigsten mit, die anderen zeige ich euch noch. Das hängt einfach damit zusammen. Es ist ein Vitrinenmodell. Alles klar, das gehört natürlich nicht in die Badewanne. Das ist ein Vitrinenmodell, das wird aufs Regal gestellt. Da freut man sich dran. Und deshalb ist da natürlich klar, dass da keine riesigen Funktionen dabei sind. Auf jeden Fall haben wir hier diese wunderschöne Waffe, die ist hier freidrehbar gelagert. Ja, ich weiß, ihr rastet alle aus. Dann haben wir noch einen schönen Druck. Ich tue es hier mal hochgreifen. Haben wir eine Amerika-Flagge. Die ist schön, beidseitig bedruckt, ordentlich, Kobi-typisch eben. Aber dann gibt es einen großen Stickerbogen, der hier die ganzen Bullaugen simulieren soll. Und das macht keinen Spaß und ich klebe die auch niemals auf. Hier sollten nämlich überall Bullaugen nach hinten geführen. Und das ist alles per Sticker gelöst. Das ist schade, das kann Kobi besser, das wissen wir heutzutage. Das Set ist aber jetzt 2 Jahre alt, deshalb ist es nicht so dramatisch, dass man das Kobi jetzt irgendwie nachhängen muss. Zum Glück macht Kobi heutzutage sowas nicht mehr. Die machen ja jetzt meistens pad-printed oder wenige Sticker, aber nicht sowas, dass du hier die ganzen Punkte nach hinten ziehst. Vor allen Dingen, weil sie hier sogar gezeigt haben, dass sie es können und hier eben auch bedruckte Teile dabei haben. Dann weiß ich nicht. Also dann hätten sie es halt gleich bedrucken sollen, wisst ihr? Hätten sie 10 Euro mehr genommen, hätten es voll bedruckt, hätte man mehr Spaß damit gehabt. Ist nun mal so. Natürlich ist das Ding jetzt hier an sich sehr massiv. Wir reden über Kobi. Aber es ist wirklich so weit, oder das geht so weit, dass ich es hier hinten anfassen kann. Und hier bricht nichts auseinander. Im Gegenteil, das Ding könnte man als Waffe einsetzen. Also wirklich, das ist unglaublich. Das Ding ist fest und das kriegst du auch nie wieder auseinander.
Und ohne das ganze Zeug, diese Deko hier oben, wäre das original ein Schlagstock von den Polizisten. Also das ist echt stark. Da hat sich Kobi von der Haltbarkeit selbst übertroffen. Dann haben wir hier vorne diese, ich weiß nicht, Flossen, Flügel. Ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, wie man das beim U-Boot nennt. Wir werden uns mal auf Ruder. Ja, wir werden uns einfach mal jetzt auf Ruder einigen. Hier vorne haben wir Ruder. Die kann man halt verstellen. Kann sie wieder ranmachen. Riesiges Spielfeature, ich weiß. Und dann haben wir hinten noch sich mitdrehende Antriebe. Ja, da sind eben wie die Rotorblätter dran und Schiffsschrauben ähnlich, wie gesagt. Auf jeden Fall, das sind die ganzen Spielfeatures, die das Ding hat. Ich weiß, ihr seid begeistert. Es ist ein Vitrinenmodell. Da achtet man nicht auf Spielfeatures. Jetzt sagt aber der eine oder andere, ja, aber für ein Vitrinenmodell ist es doch gar nicht mal so hübsch. Aber man muss einfach sagen, es ist natürlich U-Boot bedingt. Ein U-Boot sieht nun mal so aus. Es ist funktionsbedingt, wie das U-Boot aussieht. Und deshalb muss man, wenn man ein U-Boot baut, es auch so aussehen lassen. Und da hat man nicht so riesige Möglichkeiten, dort Details ranzubringen. Und da ist es eher wichtiger, dass diese ganze Fläche hier passt, dass das sich nach hinten schön verjüngt, dass wir hier schöne Formen haben, schöne Rundungen. Und das haben sie sehr schön hingekriegt. Das sieht ordentlich aus. Aber sonst detailmäßig ist ein U-Boot einfach sehr eingeschränkt. Und ich finde, haben sie sich mit dem Geschütz und mit der Flagge schon ein bisschen was einfallen lassen, damit sie nicht ganz so langweilig dabei sind. Und es sieht hübsch aus. Für jemand, der U-Boote mag, sieht es hübsch aus und er wird sich das Original aufs Regal stellen und findet es cool. Die anderen finden es halt nicht so cool. Es weiß jeder selber, bevor er es kauft. Aber für knapp damals 40 € UVP, für 700 Teile für dieses Modell in der Größe, 66 cm, ich erinnere noch mal dran, ist das ein sehr, sehr, sehr fairer Preis. Und sie haben da nicht riesig zugeschlagen, aber wie gesagt, hätten sie lieber 10 € mehr gemacht und hätten es bedruckt, statt also diesen wirklich riesigen Stickerbogen dazu zu legen, wäre es natürlich noch mal ein ganzes Stück schöner gewesen. Dann haben wir noch ein besonderes Teil, was ich euch zeigen kann. Und zwar haben wir hier von hier bis hier quasi wie eine Platte mit der Rundung hier drin. Das ist ein vorgefertigtes Teil extra für das Modell. Und dann sind hier, also wie bei Brustein, beidseitig Noppen. Und dann kann man das hier so schön verkleiden. Das ist natürlich schön gemacht. Das ist eine ordentliche Erfindung. Hat man so noch nicht gesehen. Auch die Bautechniken an sich sind sehr schön gelöst mit den Brustein, dass man hier wirklich immer schön beidseitig baut. Und da gibt es eben nichts dran auszusetzen. Aber ich habe an anderer Stelle was auszusetzen. Das Ding ist nämlich in so einem, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Giftgrün ausgekleidet. Und das ist schade, weil das sind Teile, die sie auch locker in anderen Farben gehabt haben. Und dann haben sie so ein komisches Giftgrün hier genommen. Und das sind nicht wenige Teile. Also man kann das Ding fast nicht ausschlachten. Das ist fast wie beim Sternzerstörer von Lego, das wirklich hier drin drunter die Farbseuche kommt und man da im Endeffekt nur den Außenbereich wirklich in Grau gehalten hat. Das ist sehr, sehr schade und ich hoffe, das machen sie nicht mehr und ich hoffe, dass das in diesem Set ein Einzelfall war damals. Und dann muss man natürlich noch sagen, mal abgesehen von dieser Farbseuche, haben wir hier hinten ein Problem und zwar sind hier solche Aufnahmen. Und dort ist mit diesen, ich glaube, Johnny's World nennt die Dinger Bügelperlen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Diese Teile, diese kleinen Teile, die man eben in einen Teil hinten reinsetzt, also zum Beispiel eine Platte, damit die dann hinten wie ein Brustein funktioniert und hinten halt auch wie Noppen hat. Dafür hat man ja diese Teile hier. Das sind diese, mit denen man es einsetzt. Und die sind hier zweimal verbaut, eben genauso. Und das bildet quasi hier diesen Beginn der Schiffsschraube. Jetzt sehen wir aber, hier ist es schon so ein bisschen abgegangen. Und das liegt daran, dass quasi diese Aufnahme davon genauso breit ist wie hier oben die Aufnahme, wo sonst diese Bügelperle drin wäre. Und dementsprechend kann man das nicht wirklich schön ineinander stecken und deshalb ist das hier immer ein bisschen lose. Das ist ein bisschen schade. Das ist aber im Endeffekt alles, was man bei dem Modell aussetzen kann. Man kann ihm nicht vorwerfen, was es ist, dass es deshalb eben von der Form her
eintönig ist, sage ich mal. Für das, was es ist, ist es sehr schön. Es sieht sehr schön aus. Es ist ein gutes Modell für die Vitrine. Ausschlachten kann man es nicht wegen der Farbseuche. Und spielen wird damit sowieso im Normalfall niemand. Zum Glück haben sie wenigstens sich dann hier für einen Druck entschieden und haben die Flagge bedruckt. Wenn sie das noch mit Stickern gemacht hätten, wäre ich noch ein ganzes Stück enttäuschter gewesen. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Und dementsprechend, es ist ein wirklich solides Modell. Es ist nicht das beste Modell von Kobi. Aber für das Geld, was man dafür bezahlt, kriegt man hier ein wirklich tolles Modell, wo man sich nicht beschweren kann. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen und vor allen Dingen könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Modell haltet, wenn ihr es entweder schon selber gebaut habt oder in dieser Review das erste Mal gesehen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine. Ich habe natürlich schon wieder im falschen, verkackten Format aufgenommen. Ich bin ein Honk, überleg dir nochmal, ob du so dumm sein willst, so dumm sein willst, wie ich, wie ich, wie ich, wie ich. Genau.